Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Folge 36 der Steampunk-Anlage. Wir haben das Ende des Jahres 2020 erreicht. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, zuallererst um mich zu bedanken, dass du dabei warst, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das angeschaut habt. Es geht natürlich im nächsten Jahr weiter. Ich habe viel vor. Es wird wahrscheinlich sehr viel passieren auf meiner Steampunk. Ich meine, ich habe ja jetzt doch einen relativ großen Fortschritt erreicht. Und wenn man bedenkt, dass ich gerade mal so zum späten Mitte des Jahres die Spur gewechselt habe, von der Spur Z auf die Spur N und alles nochmal aufbauen musste. Gut, der Grund, die Grundidee und auch die viele Unterbaudinge waren schon erledigt. Aber wenn man überlegt, dass dann doch alles relativ schnell ging. Und ich denke mal, das passt schon ganz gut. Und wie gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass du dabei warst, das habe ich schon gesagt, und ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Jahr wieder dabei bist, dir das mit mir zusammen anschaust, dann vielleicht auch mal ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, ein paar Wünsche, ein paar Anregungen bringst in die Kommentare oder wie auch immer die Möglichkeiten so sind. Kommentare ist wahrscheinlich das Beste. Und das wäre natürlich schön, wenn der Kanal wächst, weil ich sag mal so, wenn das den Menschen da draußen, also euch oder dir gefällt, macht es natürlich doppelt Spaß, was zu produzieren. Und wenn dabei ein bisschen Kommunikation entsteht und der ein oder andere sich ein bisschen einbringt oder einbringen möchte, dann freue ich mich da natürlich. Und ich nehme auch gerne, wie gesagt, Vorschläge an und Ideen, die so kommen, wo man sagt, Mensch, versuch doch mal das und das, das wäre auch cool, vielleicht kannst du es unterbringen oder irgendwas in der Art. Ich möchte halt die Steampunk nicht für mich alleine haben, sondern ich möchte halt das mit euch teilen. Deswegen mache ich mir die Arbeit. Und ich könnte ja hier auch, ich sag mal, im stillen Kämmerlein sitzen und meine Anlage basteln, statt mit der Kamera hier rumzurennen und alles irgendwo aufzunehmen, mich selbst zu behindern bei verschiedenen Aufnahmen, wenn ich was mache, wenn ich versuche, Details einzufangen, die man schlecht einfangen kann. Das ist wie eben heute auch, wenn es um die Signale zum Schluss nachher mitgeht, habe ich nochmal daneben geschrieben, die Dinger, die sind 35 mm hoch. Die Spur N-Bahner oder die Spur Z-Bahner wissen das, die kennen sich mit solchen kleinen Teilen aus. Alle, die größere Maßstäbe nutzen, die sagen, ach so, ja, stimmt ja. Wenn man dabei doch ein Detailfoto hat, man schaut sich auf dem Fernseher an, das mache ich ab und zu auch mal. Und dann denke ich, oh, da hat aber unsauber gearbeitet. Ja, okay, das Ding ist aber auf meinem Fernseher fast dann auch einen Meter hoch, was sagen wir, 80 cm hoch, was auf meiner Steampunk-Modellanlage gerade mal 35 mm hoch ist. Natürlich sieht das in diesen übertriebenen Maßstäben alles ein bisschen unsauberer, mein Gott, war das schwer, aus, als es in Wirklichkeit halt ist. Und ich gebe mir schon Mühe, dass man alles sehr gut hinbekommt. Und aber okay, ich sag mal, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich freue mich natürlich, dass ich überwiegend eine positive, ich nenne es auch mal Community habe, wie das die meisten so schön nennen heutzutage. Und es macht Spaß, muss ich echt sagen, es macht Spaß. Mal ganz kurz zu dem, was wir jetzt hier sehen. Und zwar hier unten sind das jetzt die Antriebe, den links da, das ist der Antrieb für die Weiche, die ich eben noch oben bemalt habe, die ich rausreißen musste, die war mir nicht zuverlässig genug. Und wenn was nicht zuverlässig ist, dann schmeiße ich das raus. Da hinten, wo die Lok, die V200 steht, da ist übrigens die Weiche gleich daneben gewesen. Und habe auch den gesamten Antriebsstrang der Weiche nach unten hin überarbeitet, habe das neu gemacht, musste das mit so kleinen Bleikugeln alles ein bisschen beschweren, sodass man da eben einen sauberen Schaltvorgang oben hat. Unabhängig davon, hier sehen wir jetzt mal das erste Signal hier noch als Freiluftverdrahtung. Kann man das so nennen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe das erstmal nur angeschlossen, geguckt, wie funktioniert es. Ich habe da ja den neuen Trafo angeschlossen, den ich euch mal vor zwei Folgen gezeigt habe. Und habe dann die entsprechenden 12 Volt hier hochgebracht, habe das alles dann noch mit angeschlossen. Und über die zwei blauen und das gelbe Kabel werden halt die Signale jetzt hier gesteuert. Wie gesagt, da unten mit einer Lüsterklemme alles noch grob angeschlossen und erstmal getestet, wenn ich unten den Weichenantrieb verwende, weil das ist eigentlich für die Polarisierung der Weichen gedacht. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das eine Polarisierung von der Weiche umschalten kann, warum soll das mir auch nicht das Licht umschalten in den Signalen? Hier sehen wir es übrigens noch in
unbemaltere Version, so wie ich sie bekommen habe. Ich habe mich absichtlich übrigens für diese Signaltype entschieden. Mein Thema, ich kann es nur wieder sagen, ist ja das Steampunk und das soll alles so ein bisschen, naja, so, ist es, ich baue ja nicht die Deutsche Bahn nach, auch wenn das Rollmaterial, das gerade hergibt hier oder aussagt, das wird ja auch noch verändert werden. Es soll ja alles ein bisschen grober aussehen, wie gesagt, und deswegen dieser Signaltyp habe ich mich absichtlich entschieden und ich finde, er passt sehr gut. Hier sehen wir übrigens jetzt gerade mit dem Tablet die Z21 App, wie ich das jetzt hier ansteuern kann. Ich kann also die Signalbilder hier direkt stellen und die Weiche, man sieht natürlich die Weichen jetzt relativ schlecht, aber glaubt mir, er stellt die Weichen mit um und entsprechend kann ich dann eben alles hier so einzeln steuern und ansprechen. Hier sehen wir es oben links gerade, wie das sich ändert. Jetzt haben wir es gerade rechts gesehen, wie die Weichen das entsprechend dann die Antriebe dann regeln, dass das dann oben entsprechend angesteuert wird und das Signal sich umschaltet, so wie das auf der App in dem Sinne angezeigt wird. Funktioniert prächtig. Ich dachte erst, naja, mal gucken, was bei rauskommt. Ich wollte die komplett ansteuern, die Signale über die DigiCase 4018, habe es aber gelassen, weil ich habe mich, hier sieht man die Lüsterklemmen, wo ich das reingeklemmt habe, und habe mich dann entschieden, das halt doch direkt auf diesem mechanischen Weg anzusteuern und entsprechend direkt die Signale den Weichen entsprechend umschalten zu lassen. Und dadurch, dass ich ja in der App das auch machen kann, dass ich alles direkt ansteuern kann, ich kann auch das Signal anklicken und die Weiche stellt sich mit, klappt das an sich sehr, sehr gut. Ja, hier kommen wir schon wieder in den letzten Schritt. Das ist wie immer ein kurzes Video. Und zwar werde ich jetzt die Signale kurz kolorieren. Da gehe ich aber noch mal näher drauf ein im Januar. Da geht es weiter mit den Signalen. Keine Sorge, wenn da vielleicht noch Ideen dazu sind, wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare immer mit rein. Da weiß ich so ein bisschen, was euch interessiert, wo es hingehen soll und was vielleicht gemacht werden soll oder geändert werden kann. Und entsprechend werde ich das dann versuchen mit aufzugreifen. Wie gesagt, alles in dem Aspekt oder unter dem Aspekt Steampunk-Anlage. Ja, ich baue, wie gesagt, keine Deutsche Bahn hier nach oder Deutsche Reichsbahn nach. Hier geht es um eine Fantasiegeschichte, was alles so in den Steampunk-Ära reingepasst hätte, wenn es das heute noch geben würde. Und das soll, wie gesagt, die Idee dazu sein. Hier sehen wir jetzt die Signale. Kann sein, dass es ein bisschen unscharf ist, weil ich musste so dicht rangehen mit der Kamera, dass es immer schwer ist, auch was einzufangen und dabei noch scharf zu kriegen. Ich habe das hier auf Makrofotografie tatsächlich stellen müssen, sonst hätte man gar nichts erkannt. Und hier sehen wir so nochmal eine Nahaufnahme, wie ich sie jetzt sozusagen ja, bepinselt habe. Das wird wie eine Art Wash aufgetragen in mehreren Schichten. Ich habe das dann trocknen lassen, wieder bepinselt, wieder getrocknet, wieder bepinselt. Das waren, glaube ich, 6 oder 7 Schichten, die jetzt hier drauf kamen, so dass ich eben dann doch den Effekt eines Metall-Signals habe, was verrostet ist, was halt in die Steampunk-Ära reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich die kleinen Leiterchen noch mal ein bisschen anders gestalten werde, aber eigentlich nicht, weil das eigentlich, ja, eigentlich ist eine Einschränkung, weil das ein Guss sein soll. Und ja, ich würde sagen, das Ergebnis hat erstmal für sich gesprochen. Ich war zufrieden. Ich bringe gleich noch mal ein Bild jetzt ganz zum Schluss rein, wie die Signale jetzt aussehen. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich das dann entsprechend alles da verbauen, einbauen in die Anlage, anschließen an die Anlage, sodass wir im nächsten Jahr dann mit größeren Schritten, oder größere Schritte habe ich jetzt hinter mir, aber mit anderen Schritten weitermachen können. Und ja, wie gesagt, ich danke dir, dass du dabei warst. Wir sehen uns gleich das Bild nochmal an. Hier sehen wir es mal, nachdem es getrocknet ist. Ich denke, das sind schöne verrostete Stellen zu sehen an den Signalen. Das war eben mein Anliegen daran. Hier sehen wir es nochmal vorher, nachher. Und ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und genau in der Art werden wir weiterbauen. Oder ich mit euch. Ja, ich sage erstmal, wie gesagt, schönen Dank für das Jahr 2020, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich auf das nächste Jahr und dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch und bis dahin, bleib schön gesund, dein Aquapainter aka Uli. Tschüss!